Philipp Petschner und Christopher Kaas hatten zu Recht prächtige Laune. 2:0 führte Deutschland schon im Ländervergleich gegen Kroatien, bevor sie zum Doppel antraten. Und sie warten die weiße Weste des deutschen Teams. Im sechsten Spiel gab's den sechsten Sieg für Deutschland hier im Düsseldorfer Rochus-Club. Petschner und Kaas an den dunklen Hosen gut zu erkennen, holten sich den ersten Satz mit 6:4. Schwächelten aber anschließend in Satz 2, der ging mit 6:1 an Kroatien. Der Champions Tiebreak musste also die Entscheidung bringen. Hier zeigten sich Petschner Kaas wieder voll auf der Höhe und gewannen mit 10:3. In der Gesamtrechnung hat Deutschland nach dem 3:0 gegen Russland nun also auch Kroatien mit 3:0 besiegt. Yeah.